Marc Schneider, das Abschlusstraining vor dem Europa League Qualifikationsrückspiel gegen Spartak Moskau ist durch. Was ist dein Eindruck? Ja gut, wir haben jetzt sicher noch ein bisschen das Stadion gewonnen, ein bisschen Platz gewonnen. Und das ist auch wichtig jetzt nach dem Reisetag, dass wir da langsam reinkommen. Ich denke, der Zweck hat es erfüllt. Im Hinspiel haben wir 2-3 verloren. Ist doch eine rechte Hypothek jetzt für das Spiel morgen. Wie gross sind unsere Chancen? Sie sind immer noch intakt. Natürlich ist es eine Hypothek, sind wir uns alle bewusst. Wenn du daheim verlierst und 3 Goal bekommst, ja, das ist nicht das, was du dir wünschst für ein UEFA-Cup-Spiel oder Europa-League-Rückspiel. Und nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass die Mannschaft 2 Goal schiessen kann. Also wir müssen einfach schauen, dass wir defensiv wieder solid sind wie gegen Luzern. Und vielleicht auch ein bisschen das nötige Glück haben, dass wir eben entweder Käse oder zumindest nur 1 Goal bekommen. Und dann bin ich überzeugt, kann die Mannschaft schon 3 schiessen. Eben gegen Luzern haben wir ja 2-0 gewonnen. Wie einen grossen Einfluss hat es auf das Selbstbewusstsein? Es war sicherlich nicht schädlich und gut, dass die Jungs merken, dass wir auch zu Null spielen können, weil wir in den letzten Spielen zu viel Goal bekommen haben. Das haben wir angesprochen, das haben wir angeschaut. Ich denke, dort war sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Obwohl auch dort noch die eine oder andere Aktion ist, die wir besser lösen können, sind wir uns alles bewusst und daran werden wir arbeiten. Wir haben eine Dreifachbelastung im Moment. Die Meisterschaft, jetzt Europa League und am Sonntag dann gegen Göpp. Wie ist der Zustand der Mannschaft? Das ist gut. Natürlich, die jetzt alles haben gespielt, so, dann müssen wir schon schauen, dass wir auch nicht den Motor auch nicht übertreiben, dass wir den einen oder anderen Wechsel machen können und vielleicht auch im Hinblick auf das Cup-Spiel um einen oder anderen Möglichkeit geben, die bis jetzt vielleicht weniger zum Einsatz ist gekommen. Was sagst du jetzt der Giel im Vorfeld von dem Spiel morgen, wenn es wirklich um alles geht eigentlich? Das würde ich natürlich jetzt so nicht sagen. Nein, aber es geht schon darum, dass wir den Mut haben, dass wir uns zutrauen, auch dominant wollen sein gegen einen Gegner wie Spartak Moskau, auswärts. So, um das geht es. Es geht um die Haltung. Geht man da auf den Platz und sagt, okay, gut, wir werden alles versuchen. Und alles versuchen heisst nicht einfach ja, den Ball vorholen und nachsäckeln, sondern ja, mutig wollen auch spielen. Im Wissen, was ihre Qualitäten sind. Dass sie sicher ein gutes Umschaltspiel haben, dass sie auch ein gutes Pressing haben, aber dass wir dort ja entgegen haben, in dem, dass wir auch Fußball spielen. Was ist grösser jetzt im Vorfeld von dem Spiel, die Anspannung oder die Vorfreude? Ja, es ist ein bisschen beides, etwa gleich. Für mich ist Vorfreude eigentlich noch ein bisschen grösser als die Anspannung, auch im Moment. Die Anspannung wird sicherlich im Verlauf des Tages kommen, wenn wir dann nachher rauslaufen, kurz bevor es abpfeifen, dann ist die Anspannung natürlich da. Das ist bei jedem Spieler und es ist aber auch bei mir sicherlich da. Aber für uns zählt sicherlich auch die Freude. Und ohne Freude, ohne den Spass und die Leidenschaften wird es schwierig, morgen zu bestehen und zu gewinnen. Und das brauchen wir für morgen sicherlich.